Mann, 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 jetzt ist schon wieder der Weg weg. Ach, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich versuche hier gerade eine Tour zu machen. Ja, ich bin gerade gestartet und irgendwie ist der Weg hier schon wieder verschwunden. Ich bin hier mitten auf einer Wiese gelandet. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Kaff. So Kailaul nennt sich das. Kennt wahrscheinlich überhaupt keiner. Liegt im tiefsten Thüringen. Ja, also, wenn ihr jetzt Lust habt, hier mitzukommen, bei meiner etwas, ist es schon eine Abenteuertour? Naja, werden wir sehen. Kommt einfach mit und viel Spaß mit diesem Video. Ja, von da hinten bin ich jetzt rausgekommen, musste jetzt hier diese Kuhweide überqueren. Ja, hier ist schon wieder so ein Stromzaun. Da habe ich jetzt ganz schön eine Feuer gekriegt. Ach, da war gerade Strom drauf. Aber dafür habe ich jetzt den Weg wieder gefunden. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo es hier weitergeht. Hier ist schon mal wieder ein Schild, Naturschutzgebiet. Diesau und Steinberg. Na ja, dann müssen wir mal hier weitergehen. Das wird ja mal Zeit, dass ich jetzt wieder im Wald komme. Ja, und der Weg sieht schon mal richtig gut aus. Bitte nicht gleich so dunkel. Ich sehe kaum noch was. Ja, wirklich ein sehr dichter Wald zurzeit. Naja, ein paar Pfade habe ich mir schon ausgesucht. Aber dass es gleich so schön losgeht, da bin ich ja echt überrascht. Das Ganze ist hier schon ein bisschen recht ausgesetzter Weg. Hier ist wirklich alles steil am Hang. Und du kannst ja kaum laufen. Aber ich bin noch richtig auf dem Weg, weil das ist hier dieser weiße Punkt, den verfolge ich nämlich die ganze Zeit. Gut, wenn hier so ein bisschen Gras ist, was der mehr halt. Hier geht's nämlich wieder. Hier in diesem Wald wirkt es auch tüchtig trocken. Obwohl das gestern mal geregnet hat, hier merkst du nichts davon, überhaupt nichts. Ja, und durch diese Trockenheit, guckt euch mal diese Blätter an, wie die runterhängen. Das sieht schon wieder mächtig hoch aus. Ja, da unten von dem Feld bin ich gerade gekommen. Ja, also schon ein bisschen Höhe gewonnen, ja. Als nächstes müsste ich eigentlich gleich diesen Steinbergblick erreichen. Hier vorne ist eine kleine Bank. Ja, das sieht schon mal danach aus. Gut, hier kann man den kleinen Ort Kailau noch mal sehen, von ganz oben. Ja, von da unten bin ich also jetzt gekommen. Ich sehe sogar mein Auto. Seht ihr es auch? Heute ist übrigens auch ein perfektes Wetter zum Wandern. Du triffst bloß nicht eine Sau. Es ist nämlich heute absolut nicht warm und das macht das irgendwie auch Spaß. Zurzeit geht es sowieso so ein bisschen hier entspannt lang. Finde ich gar nicht jetzt so schlecht. Ja, endlich mal ein Schild hier. Hier geht's zur Kesselwarte. Ja, das wird wohl so mein nächstes Ziel sein. Ja, diese Hütte war dann die Kesselwarte. Ja, da sind gerade Leute gekommen. War gerade unpässlich wieder.
Aber dafür bin ich jetzt auf einem schönen Kammweg. Und hier vorne gibt es, glaube ich, auch noch eine Bank mit Aussicht. Gucken wir uns die an. Ja, was für ein schöner Blick. Ja, dieser Ort, den man jetzt hier sieht, das ist Bad Blankenburg. Ja, da war ich auch schon mal, habe ich auch schon mal eine Wanderung gemacht von Bad Blankenburg. Das muss man mal echt sagen, auf jeden Fall wieder ein sehr schöner, schmaler Pfad, so wie vorhin schon immer, also jetzt noch ein bisschen besser. Und was haben wir hier? Eine runde Bank. Und was steht dran? Hochzeitsbank. Ja, und jetzt bin ich mal wieder auf dem breit geschotterten. Ja, muss auch mal sein. Kann ja nicht alles so schmal bleiben. Na klar, ist der Weg wieder schmaler geworden. Absolut spitze zur Zeit. Was für eine schöne Aussicht hier runter. Herrlich. Ist richtig schön an dieser Felskante. Ja, es gibt eben Leute, die gehen nicht wandern, die fahren Auto zum Aussichtspunkt. Naja, schon wieder belegt. Ist heute nicht so mein Glückstag. Also jetzt noch so eine kleine Hütte. Da vorne steht so eine steinerne Säule. Und da gibt es dann den Fröbelblick. Kann ich leider jetzt nicht genießen. Das beweist eigentlich schon wieder, dass man eigentlich keine Videos nachmittags machen sollte. Weil da halt die Leute alle ausgeschlafen haben. Wenn du das im Vormittag machst, da hast du ja noch Zeit. Und was haben wir hier? Den Barockturm von 1878. Natürlich hat dieser Turm nur feste Öffnungszeiten, also zweimal im Monat. Ja, da kommen wir heute auch nicht hoch. Da müssen wir uns doch mal von unten angucken. Ja. Was da auch drin sein mag, wahrscheinlich eine Treppe. Und was man an dem Turm noch machen kann, man kann mal rundherum gehen. Ja, und dieser Turm wurde eigentlich nur gebaut zum Ehren von Friedrich Fröbel. Ja, wer kennt schon Friedrich Fröbel? Aber von dem Turm haben wir trotzdem eine schöne Aussicht. Die kann man genießen. Ja, da gibt es noch irgendwo da hinten in weiter Ferne den Fröbelturm. Ja, das ist in Oberweißbach. So, genug Turm gesehen. Den habe ich jetzt da hinten gelassen. Jetzt gehe ich erstmal nach da weiter. Aber wir bleiben noch auf diesem Friedrich-Fröbel-Rundwanderweg. Denn das ist nämlich da, wo ich nämlich auch parke, in Keilau. Ja, bis dahin geht der dann nämlich noch mindestens. Da gibt es nämlich noch einiges zu sehen. So, das ist jetzt hier noch mal eine Feuersäule, soll das sein? Ja, da kann man auch da bis ganz hoch klettern, das sind so Leitern, um da oben Feuer zu machen. Ja, die ist wirklich echt die Feuersäule. Ist wirklich da so eine Feuerschale oben drauf. Aber diese Säule hat was mit Bismarck zu tun.
Jetzt geht es hier noch so eine schöne Serpentine runter. Ja, und da unten kommt noch das Friedrich-Fröbel-Denkmal. So, das ist jetzt dieses Denkmal. Ja, das ist dann nochmal so ein schönes Bild hier drinnen. Gut, gehen wir dann mal wieder weiter. Ja, was will ich da jetzt drüber groß erzählen? Das kann doch jeder selber nachlesen im Internet, wer Friedrich Fröbel war. Hier unten ist dann schon wieder das kleine Örtchen Keilau. Ja, da bin ich gestartet. Mein Auto sehe ich schon. Ja, also ist nicht mehr weit. Ja, da ist das hier nochmal die Brädelhütte. Ja, eine ziemlich schöne, kleine, niedliche Hütte hier im Wald. Auch ein paar Bänke haben sie hier. Eine richtig tolle Feuerstelle, würde ich sagen. Und zwei hervorragend günstig gelegenen Sonnenbänke. Ja, bloß die müssten mal das Gestrüpp ein bisschen schneiden, damit man sich noch sonnen kann. Ja, das Ganze ist hier fast wie im Wohnzimmer eingerichtet. Sieht richtig schön aus. Gefällt mir. Gut, ich habe dann mal noch auf dieser kleinen, niedlichen Bank mal Platz genommen. Ja, jetzt genieße ich noch einmal so ein bisschen den Feierabend. Ja, also ich hatte wirklich eine schöne, niedlich kleine Tour. War ja nicht sehr lang. War ja nur ein bisschen was über 10 Kilometer. Aber das reicht heute auch. Ich habe nämlich heute nicht so die richtige Lust dazu, noch viel zu machen. Also ich bin heute früh schon, ja, so ein bisschen spät los. Ist halt manchmal so, da war ich noch einkaufen. Und ja, und jetzt haben wir es 17.30 Uhr. Das reicht dann auch. Ja, also ich hatte auf jeden Fall schöne Wege gehabt und das war wieder die Hauptsache. Ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.